es geht immer um die Frage, wer ist eigentlich die Zielgruppe der Volkshochschule? Und ist sie nun für das Bildungsbürgertum da oder wirkt noch die Arbeiterbewegung nach? Ich möchte zunächst mal festhalten, die Gründung, die ja zunächst Melsungen als Ausgangspunkt betraf, 1919, hatte mehrere Ziele und damit auch Zielgruppen. Denn sie galt diesem jungen demokratischen Verfassungsstaat als eine ganz wesentliche Aufgabe, Beteiligung der Bürger, dazu gehörte immer Bildung für die Demokratie, dazu gehörte aber ganz maßgeblich schon in den Endjahren des 19. Jahrhunderts, ja, wir würden heute sagen, Bildung für alle. Und diejenigen, die sie in ihrer Kindheit und Jugend nicht wahrnehmen konnten, das, was wir heute nachholende Bildung nennen, auch bei Schulabschlüssen, galt insbesondere auch der Arbeiterschaft. Ich erinnere an die kleinen Reklamheftchen, die auch heute noch akut sind, kosteten damals 80 Pfennig. Das wurde sich zum Teil vom Munde abgespart. Es war so etwas wie eine Bildungsbewegung im Sinne einer aufkommenden Demokratie, auch der bitteren Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und dem Impetus, also dem Schwung, der von der Reformpädagogik ausging, sorgt dafür, dass keiner von Bildung ausgeschlossen wird. Vielleicht war noch nicht Bildung ist Bürgerrecht, aber damit hatten die Volkshochschulen die Bildung des Volkes. Darin hatte natürlich einen bevorzugten Platz, sage ich mal, das Bildungsbürgertum. Denn es ist bis heute so, dass je mehr Bildung eine Bürgerin, ein Bürger hat, desto mehr weiß sie sich auch zusätzlich abzuholen. Und da wir inzwischen wissen, wie entscheidend Bildung ist für Teilhabe, für Mitmachen in der Gesellschaft, aber insbesondere auch für Beruf und Einkommen, sprich soziale Sicherheit. Da darf man nicht vergessen, dass nicht hier die Bildungsbenachteiligten sind und dort das Bildungsbürgertum. Die haben unterschiedliche Erwartungen. Und auch ihr Schwalm-Eder-Kreis, wenn dann später die Gründung hinzukam, dann muss ich sagen, es ist wichtig, dass wir uns nie auf die Schiene gegeben, Volkshochschulen sind eine Einrichtung für Bildungsferne, sondern ich möchte hier den Satz formulieren, Volkshochschulen sind eine Bildungseinrichtung für alle. Und ich füge noch mal hinzu, es ist zugleich Wissen, aber es ist genauso wichtig die Begegnung. Es ist keine Unterrichtsschule, sondern hier sollen Wissen und Begegnung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, das sage ich auch in Bezug auf die Migrantinnen und Migranten, das sage ich in Bezug auf die Behinderten, heute die Älteren, dass sie wirklich generationenübergreifend, schichtenübergreifend in der Volkshochschule ihren Platz finden mit unterschiedlichen Angeboten. Das schlägt sich ja auch im Programm Ihrer Volkshochschule nieder. Wenn wir jetzt fragen, was war denn nach dem Zweiten Weltkrieg, dann muss ich nochmal daran erinnern, auch da geht ja Ihre Neugründung ganz stark auch auf die Amerikaner zurück. Und den Amerikanern dienten die Volkshochschulen in erster Linie, ich nenne es jetzt mal, der demokratischen Umerziehung. Weg vom totalitären Staat mit all seinen Abgründen hin zur, was genannt wurde, Re-Education, Umerziehung würden wir sagen, oder zu, für mich ist viel wichtiger, wieder hinzukommen zu den Wurzeln, von denen wir kamen. Denn es ist ja nicht einfach amerikanische politische Bildung übernommen worden, sondern auf unsere Tradition auch zurückgegriffen worden. Nach 1949, und das ist in Ihrem Bereich ähnlich gewesen,
haben wir auch Entwicklungen, die wir schon vor 1949 in den 20er und 30er Jahren hatten. Ich nenne es kurz beim Stichwort die Wettbewerber. Die haben Sie auch in Ihrem Bericht erlebt. Die sogenannte Academia, sehr häufig Lehrer, aber auch Professoren. Sie hatten einen Verbund mit der Universität Marburg, sodass dort Professoren kamen. Und die hohe Bildung auch vermittelten in eine breite Bevölkerungsschicht. Das gilt bis heute. Heute sind noch viel mehr Wettbewerber da. Und wenn Sie sich anschauen, welche Partnerschaften haben Sie, dann haben Sie auf der einen Seite Wirtschaft, aber ganz konkret Handwerkskammern, Handwerkerschaft, auch Unternehmen. Und Sie haben auf der anderen Seite die Partnerschaften mit den Bildungseinrichtungen, aber auch mit den Kirchen. Und ich glaube, auch mit den Gewerkschaften wäre jedenfalls gut. Denn wir wissen heute, je mehr sich an der Bildung auch verpflichten, also ich sage zum Beispiel offene Schulen, je mehr ich mich öffne für Jugendhilfe, für Wirtschaft, für Kirchenvereine, desto leichter habe ich es, junge Menschen, sage ich jetzt mal an diesem Beispiel, aus der Aussortierung wegzubringen hin zur Integration. Soweit jetzt zunächst mal zu den Neugründungen. Und es hat sich das Volkshochschulwesen breit entwickelt. Es ist eine kommunale Aufgabe, sagen wir immer. Es ist eine öffentliche Aufgabe. Aber es ist kein Bereich, das muss man sagen, bis heute so ungeklärt geblieben in der Finanzierung wie die Volkshochschule. Und auch immer wieder die Frage, wie viel Mittel habt ihr überhaupt, um eure Volkshochschuldozenten und Dozenten weiter zu qualifizieren für neue Aufgaben oder aber auch für Umschulungen.